Ja, seit wenigen Monaten für die österreichischen Farben unterwegs, für den Sportreitclub Lamprechtshausen. Und Lisa, ich glaube, du hast dich ganz, ganz gut eingefügt in die Riege der Top-Reiter, die in Lamprechtshausen den Schritt in die internationale Spitze gesetzt haben, ob ein Christian Jutzer, ein Jürgen Krakow oder eine Stephanie Bister, die österreichische Nummer 1, alle sind dir vorangegangen, jetzt bist du hinterher und das im Europameisterschaftsjahr 2015, wo in Wiener Neustadt die Junioren-Europameisterschaften sind. Sind gerade jenes Championat für dich eventuell auch ein Ziel, das du heuer erreichen möchtest? Ja, also ich will auf jeden Fall weiterkommen und immer besser werden. Ja, und jetzt hier Fest der Pferde Graz, heute früh schon beste Österreicherin, auch im I-Cup mit Rang 5 und 6 und jetzt Rang 1 und 2. Also ich glaube, der morgige Finaltag ist nicht mehr zu toppen. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es morgen auch einigermaßen gut läuft. Und ich glaube, ich kann zufrieden sein heute. Dein Applaus, Lisa Marie Räuber, die sympathische erst knappe 16 Jahre alte junge Nachwuchsreiterin. Und eine Dame, die jenes Gefühl kennt, wenn die Tochter zwischen den Belanern als Siegerin steht, ist Angela Herget. Auch ihre Tochter Ann-Kathrin zählt zu den aufstrebenden Talenten im österreichischen Springsport. Du selbst bist ja im großen internationalen Viereck unterwegs und hast gemeinschaftlich mit deinem Gatten, mit Willi Herget und dem Unternehmen Transpofix gesagt, wir müssen den Nachwuchs fördern in Österreich mit der Transpofix Junioren Tour. Und wie man sieht, fruchtet jene enorm. Ja, der Reitsport hat sich einfach gewandelt. Man sieht heute super Ritte bei den Children und Junioren, die dann ja auch in den I-Cup reinwachsen. Und das ist einfach der Sinn der Juniorentour, den Nachwuchs zu fördern und zu unterstützen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und an dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich. Ihr Applaus, Angela Herget, Ihre Siegerin, Lisa Marie Räuber. Uppercut.